So, also das Übungsbeispiel heißt f von x ist x Quadrat minus 3,7x minus 1,2. Wir werden jetzt gleich hören, wie unsere Schüler das gemacht haben. Nochmal zur Reihenfolge. Gegeben war also die Funktion. Gesucht ist Scheitelpunkt x0, y0 und dann die Graphenskizze. Achtung! Die Reihenfolge innerhalb des ersten Schrittes ist egal, ob ich mich erst auf S stürze oder erst Y0, was man ja ablesen kann, ermittle und. Das ist kein Problem. Aber erst danach kann ich den Graphen richtig, nach der Berechnung kann ich den richtig skizzieren. Ich mache jetzt eine Pause. Die Ergebnisse werden jetzt schon mal vorgemalt und dann wird das mit drei Worten dargestellt, wie es funktioniert. Ja, ich habe jetzt hier meine Ergebnisse einmal aufgeschrieben. Als erstes x01 und x02. x01 ist hier plus 4. Das habe ich hier eingetragen. Und x02 ist minus 0,3. Das habe ich dann da auch eingetragen. Als nächstes y0 ist hier. Das habe ich auf der y-Achse dann angezeichnet. Und die Scheitelpunktform habe ich hier noch einmal aufgeschrieben. Aus denen kann man dann den Schnittpunkt ablesen. Einmal Scheitelpunkt. hier, den Scheitelpunkt natürlich. Einmal hier, minus 1,85. Da muss man allerdings das Vorzeichen umdrehen, also plus 1,85. Das wäre ungefähr hier. Und hier minus 4,6225. Das ist gerundet ungefähr hier und hier ist dann der Punkt, der Scheitelpunkt. Ja. So gut, hier hatten wir die Originalfunktion. Besten Dank, hat wirklich funktioniert. Ich denke mal, kann man sich freuen, ne? Bravo. Nächstes Übungsbeispiel: f von x ist x Quadrat minus 1,3x minus 0,3. Wie üblich, Tippeltappeltour, Nullstellen und so weiter und so fort. Also wir hatten hier oben diese Formel. Da habe ich erstens die PQ-Formel angewendet und habe somit x01 rausbekommen und x02. Hier habe ich dann in das Koordinatensystem eingetragen und habe somit dann hab somit die Mitte geschätzt und habe sie dann eingesetzt in diese Formel wieder, um dann die Schnittpunkte rauszubekommen von x und Scheitelpunkt. y, ja, Scheitelpunkte, Ja, genau. okay. Und die sehen wir hier. Und die sind dann wieder eingetragen worden und da wurde die Parabel durchgezogen. Und y0 fanden wir raus hier hinten von der Formel. Richtig, wunderbar. Also eben jetzt den Scheitelpunkt zu schätzen, das war schon vielleicht ein bisschen gewagter Ausdruck. Wir haben den x-Wert des Scheitelpunkts ermittelt aus den Symmetrieeigenschaften. Also nicht, wir sind hier nicht im Schätzinstitut, sondern wir machen das schon richtig, ne? Das war richtig ausgerechnet worden und der y-Wert des Scheitelpunktes wurde auch berechnet. Da es keine Fragen mehr gibt, ich denke, das war.